Am Montag, dem 9. Oktober, ist der Zeitplan kurz. Schauen wir ihn also kurz an. Der Grund für die Kürze ist, dass die Märkte in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan den Kolumbustag, Thanksgiving und Gesundheits- und Sporttag feiern. Der chinesische Cakes and Services BMI für September wird um 13.45 Uhr erscheinen. Der Index stieg im August auf ein 3-Monats-Hoch aufgrund eines starken Wachstums neuer Aufträge. Deutsche Industrieproduktionsdaten für August folgen um 18 Uhr. Im Juli blieb die Produktion unverändert, dies nach einem unerwarteten Rückgang um 1,1% im Vormonat. Und der NAB-Geschäftsvertrauensindex für September wird um 0.30 Uhr vorliegen. Der Index fiel im August um 7 Punkte, blieb aber im positiven Bereich. Ich bin Jack Everett und dies war der Wirtschaftskalender für Montag. Der nächste Überblick wird Presseberichte für Dienstag umfassen. Auf Wiedersehen.